Und damit wieder hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Chris, das ist Chris Play und wir kommen zu einer neuen Folge Ark Trade Wars. Mit dabei heute der Gabax, der Hi. Uwe und der Dennis. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Alter, steht auf einmal jemand heute hinter mir. Heute ist ein guter Tag zu sterben. Du Ninja. Ich mach Gymnastik hier. Ja. Also, ich glaube, ich mache erstmal kurz einen Rundgang, weil, ja, der Uwe und der Dennis, die haben zurzeit so viel Langeweile, dass man hier gar nicht mehr hinterherkommt, wenn man mal offline war und wieder online kommt, ja, ist plötzlich alles neu. Und zwar, hier hatten wir immer unsere Dinos, die sind jetzt nicht mehr hier, das Ganze ist jetzt auch kein Gehege mehr, falls die anderen Tribes das sehen, das ist jetzt kein Gehege mehr, das ist jetzt unsere Zähmstation, unsere übergroße. Genau, so viel dazu, wenn ihr euch jetzt fragt, wo die Dinos hin sind. Man kann es aber trotzdem als zweites Gehege nutzen, ne? Naja, ja, eigentlich haben wir aber gesagt, nicht mehr, oder? Nein, klar, nein. Wir haben da jetzt auch nur unsere Flugsaurier stehen, damit es halt schneller vom Transport her ist. Genau. Wir machen mal hier wieder zu. Genau, wir haben hier mal den Refillizer ausprobiert. was ich dazu anmerken muss, ich finde es schade, dass keine Bäume spawnen, sondern jedes Mal nur diese blöden Büsche. Es spawnen Bäume, aber nur kleine. Ja, genau. War ja nicht noch irgendwo, da ist zum Beispiel noch so eine kleine eine Dattelpalme. Ja, aber die wächst halt irgendwie nicht, ne? Na, die wachsen halt nicht. Finde ich ein bisschen blöd. Ich dachte, wir kriegen hier wieder ein paar Bäume hin. Aber nun ja. Man gut, ja genug gequatscht. Der Gabax hat in der Zeit, ich glaube, auf deinem Kanal ist es auch schon online, wa? Mit der Waffenkammer. Ja. Genau, der Gabax. Wie gesagt, ich bin ja auch ein bisschen hinterher. Ich muss mich entschuldigen, ich bin gerade etwas im Umzugsstress. Deswegen, ja, nicht so up to date. Hier ist eine Waffenkammer jetzt entstanden. Genau. Hier haben wir, sag mal, hier genau Kisten mit den ganzen Waffen und Rüstung und so ein Quark. Ja, Munition und Rüstung, alles aufgeteilt. Fernkampf, Nahkampf. Genau, hier haben wir unseren Tresor. Ich feiere das. Ich zeig dir mal ganz kurz nochmal von außen. Das ist übelst fett, ne? Der muss natürlich noch eingebaut werden, aber so eine Metallbahn kostet, Alter, das Licht. Metallbahn kostet halt leider auch. Genau, nehmen wir aber noch auf jeden Fall einen Angriff, was ich halt lustig finde, um davon in den Rand zu kommen. Ich weiß nicht, wer von euch hatte die Idee, Uwe? Jo. sage nicht, Metallwand kostet zu viel. Wenn du gleich im Gehege bist, wirst du sehen, so viel ist es auch nicht. Ja, ihr macht ja lieber andere Sachen, genau. Und zwar hat der Uwe sich überlegt, um auch von innen ranzukommen, ich feiere das, einfach hier eine Rampe hinmachen. Und dann haben wir hier einfach ein Fenster und können dann aus einem bestimmten Winkel genau darauf zugreifen. Feiere ich irgendwie. Weil, ja, da muss man nicht immer rauslaufen. Natürlich, nur die wichtigsten Sachen da drin. Aber da kommt auf jeden Fall einiges dazu. Der Blackett, der macht hier irgendwie, keine Ahnung, sportliche Übungen. Gymnastikstunden. Der ist zum Vampir geworden. Den kannst du jetzt von oben die Schuhe besohlen. Genau, und jetzt, wenn ihr euch Fledermaus. Ja, genau. Er hat sich zu viel in der Höhle aufgehalten. Er denkt jetzt, er wäre eine Fledermaus. Ist das nicht hier bei Ice Age? Die denken doch auch, die werden irgend so ein Vieh. Nur Possum oder so. Possum, genau. Genau, wenn ihr euch denkt, wo sind die Dinos hin? Hier oben ist so ein tolles Gate. Bam, 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 bam. Einfach mal eine riesen... Alter, wie der runterjumpt. Alter. Eine riesen Brücke bis rüber. Kann man ja mal machen. Wie gesagt, aber die haben auch beide zu viel Langeweile. Hallo. Der Dennis, der hat eine OP am Knöchel, hast du gesagt, wa? Genau. Der hat sowieso Zeit und Uwe, ja, sobald er von Schicht kommt, glaube ich, geht der gleich online. Urlaub, ja, okay. Ja, was sonst? Genau. Hier haben wir so schöne Brücke auf jeden Fall. Übelste Brücke, nenne ich es mal. The Golden Ark Bridge. Darfst du nur nicht von unten zeigen. Von unten sieht sie nicht mehr so schön aus, finde ich. Deswegen zeige ich sie auch nicht von unten. Hier haben wir so ein paar Säbelzahntiger und Raptoren-Parkplätze. Oder auch Kanus, zur Not. Okay, echt, passen die da auch rein, ja? Ja, Kanus passen auch. Genau, ansonsten haben wir hier ein paar Dinos auf Wanderschaft. Haben wir noch ein paar auf Wanderschaft? Aktuell 2 Stück. Aber die, wenn sie nicht schon wieder vor der Tür sind. Genau, wir haben ein Riesengehege hier einfach. Es ist so abnormal. Der Wechsel läuft. Wir haben auf jeden Fall Platz. Bronti mal Auslauf. Mein Bronti hat Auslauf. Ja, Bronti hat Auslauf, ja. Hol den Stock. Genau, hier haben wir hier unsere FSK 18 Abteilung. Jetzt haben wir auch noch zwei. Okay, hier Rex ist meiner, genau.
Den müsst ihr ja auch mal wieder aufleveln. Was gebe ich dem denn? Alter, was ist denn hier los? Ist das ein Fehler beim Spiel, wenn der zu viel Leben hat, dass man hinten die Zahlen nicht mehr sieht? Eieiei. Ist ein Bug. Böser Bug. Was gebe ich dem denn mal? Damage, würde ich sagen. Ja, Damage ist immer geil. Ich gebe ihm lieber Hitpoints. Ach, 1k Melee Damage und dann Hitpoints. Ja, ist schon genau. Fast 1,2. Okay. So viel zu den ganzen neuen Sachen. Projekt hat der Dennis und haben der Dennis und der Uwe noch in Angriff genommen. Das zeige ich euch aber erst später, wenn man ein bisschen mehr davon sieht. Ich sag mal morgen. So viel. Ja, morgen wahrscheinlich. Ich sag mal so viel, es handelt sich um den Berg da hinten. Es wird ein richtig, richtig mieser Außenposten. Ich höre jetzt schon die anderen Tribes fluchen, aber Außenposten sind erlaubt, von daher. Ach hier, Bronti, ach ne, Gabax reitet Bronti. Ah, hier der Raptor ist zum Beispiel auf Wandern. Das ist eigentlich ganz cool. Gabax reitet Bronti, das klingt verkehrt. Das ist eigentlich ganz cool, wenn die Dinos dann hier auch ein bisschen auf Wandern sind und hier auf dem großen Gehege rumlaufen. Ja, das Schlimme ist, die backen sich halt immer noch raus, obwohl die Wände zu sind. Echt? Ja. Ja. Bei Raptoren geht das noch, kannst halt wieder reintragen, aber wenn du ein Kanu vor der Tür hast, nervig. Okay. Na gut, haben wir genug gezeigt. Wir haben uns heute nämlich was vorgenommen. Genau, es gab ein paar Kommentare und die haben auch das wieder gespiegelt, was ich auch gedacht habe, empfunden habe und die anderen natürlich auch. Tribe Wars muss ein bisschen Action her. Deswegen haben wir uns auch vorgenommen, wir hatten es auch schon länger geplant, aber eure Kommentare haben jetzt sozusagen nochmal uns den Tropfen zum Fass überlaufen und so. Ja, Deutsch uns. Gut. genau, wir haben uns jetzt endlich mal vorgenommen, wir werden heute einen anderen Tribe angreifen, endlich mal. Ihr werdet natürlich nichts verpassen. Der Gabax nimmt, glaube ich, Gabax nimmst du auf, ja? Ja, natürlich. Genau. Aber und, nicht zu viel, sonst ist da gleich keiner mehr online. Und ich werde natürlich auch aufnehmen, ihr werdet nichts verpassen. Ihr seht schon, ich habe unten einen Fallschirm und Stimulant, falls ich betäubt werde. Und vielleicht springe ich über die Basis ab, mal gucken. Ihr habt die ja schon ausgekundschaftet gerade. Ich habe noch nichts gesehen davon, ich lasse mich überraschen. Wollen wir denn los oder wie oder was oder wo? Also ich warte schon auf euch. Ich spiele den Unwissenden am Strand und esse Fische. Genau, der Dennis, der hat schon sein Spino, wie heißt er? Spino 2.0. Genau. Hat er schon unwesentlich nah an der unwissend, nee, wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall nah an der Basis unseres Opfers geparkt und tut so, als würde er da Fische. Bitte. Ja, ich habe schon mal ein bisschen sabotiert, damit es ein bisschen austrocknen. Genau, Gabax hat schon mal die Wasserleitung gekappt. Guck mal, wie schön er da drinnen rumrennt. Yeah. Haben denn auch alle genug genau. Wasser und Essen dabei? Ich schwimme gerade. Ich ja. Also ich müsste noch einmal was trinken und dann... Ich hole eh jetzt meinen Flugsaurier. Ich fliege mit dem Saurier vor. Na, ich habe eine halbe Wasserflasche und ein Dreiviertel Tropfen. Ich weiß ja nicht, Chris, willst du auch fliegen oder womit willst du? Kannst du mich mitnehmen? Ja, kann ich. Na gut, dann lass mal hier hoch. Ich trinke dann schnell was und dann. Und was ist mit dir, Uwe? Wie willst du dahin? Hört dann wohl auf. Genau, man muss dazu sagen, die Basis ist noch nicht so gut krass geschützt. Deswegen, aber es ist gerade zu dem Zeitpunkt leider laut Regel der einzige Tribe, den wir da angreifen können. Von daher. Und wir greifen deswegen auch ohne Sprengstoff an. Genau, wir gehen da auch ziemlich fair vor. Uwe, du fliegst mit deinem Pteranodon? Ja. Pteranodon, meine ich. Pteranodon. Genau. Arschloch, trick, fix so. Ja, ehrlich, ja. Warum heißen die so? Kann auch kein Mensch aussprechen. Ich hab da kein Beispiel dran. Liebe Kinder, wir sind geübte Stuntmen, wir dürfen das. Genau. So, na, komm, Chris, dann sammle ich dich mal auf. Wo bist du? Da hast du alles? Jo. Denke ich doch. Also ich schwimme gerade, mich sieht keiner. Ins Inventory. Du kannst natürlich jetzt auch von da aus schießen, ne? Genau, ich könnte jetzt von hier aus schießen. Zack. Mit Narkotikfallen in den Flugvogel. Warte mal, ich muss mal kurz Steven offline schalten. Hier schreiben mich irgendwelche Leute an. Ja, wir haben es ja an Ausdauer, also. So. Genau, wir gucken mal, wo es hingeht. Die Speedy ist heute leider nicht dabei und der Blackhead auch nicht und der Jack ist sowieso im Urlaub. Ja, Sommerloch, wie gesagt, alle sind im Urlaub.
ist schon ganz heftig. Eigentlich so von den über 90 Leuten, die hier mitspielen, sind am Tag vielleicht 30 bis 40. 10 ja, komm, momentan, wenn 10 bis 30. Ja, momentan, ja. Aber ich meine so über den Tag verteilt so. Ja, über den Tag verteilt. Es sind meistens halt die gleichen On, aber wenn du Glück hast, sind mal 30 Leute da, ja. Ja, genau. Also wenn ich mal so gucke abends, sind es immer so 19, 20. Ja, man merkt halt einfach auch, zum Beispiel Team, Tribe, welcher war es? Organisation 13 ist einfach mal der komplette Tribe im Urlaub. Die haben sich erstmal komplett abgemeldet für die nächsten. Ja, okay, die müssten jetzt demnächst eigentlich wiederkommen. Genau, YouTube Germany ist ja sowieso immer nur 2-3 Mal die Woche online. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass noch Sommerferien sind. Bin gespannt, ja, wie es danach ist. Es wird besser. Es wird besser. So, wir sind gleich da. Wie wollen wir das direkt unter uns. Okay, kannst. Die Frage ist, wo ist der Spino jetzt? Wir sollten, ja, wo ist der Spino? Wir sollten ja schon zusammen angreifen. Ich bin jetzt da bei den Spinos von denen. Okay, es baut sich langsam auf, es hakt ein bisschen. Da ist ihre Basis. Ja, okay, so viel. Gerade mit einem. Wir müssen von der Nordseite angreifen. Ich sehe da auch jemanden, dass da einer mit dem, hast du mich jetzt fallen lassen? Oh, fuck! Ja. Du bist ein Typ! Scheiße! Hast du nicht was vom Fallschirm gesagt? Du hast doch einen Fallschirm gesagt. Natürlich, nicht mein Fallschirm, Scheiße! Sorry! Okay. Das ist Outtake Nummer 1! Das ist typisch Gabax! Gabax hebt mal am besten die Ausrüstung auf. Ja, will ich ja, aber du jetzt sind überall Insekten. Nein, das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Boah, jetzt hakt's kurz. So, ich nehme mal deine Sachen mit. Take all. So, weiter geht's. Au. Jetzt bin ich natürlich nackig. Ich fliege schnell nochmal zurück. Gar kein Problem. Willkommen bei Pleiten, Pech und Panzer. Ja. Verstehen Sie Spaß? Nee, ich hab nämlich gerade durch das Fernglas geguckt und hab's nicht mehr weggekriegt. Da versehentlich ich dann rechte Maustaste gedrückt. Ja, das hab ich auch immer. Wir treffen uns auf dem Berg, ich laufe Richtung Berg, obwohl wenn da jetzt Viecher sind, dann holen einfach aus der Base ab. Ja, ich muss vorne mal kurz auftanken. Wo bist du jetzt gerade? Ich bin auf der Nordseite am Fluss. Ach, ich glaube, ich sehe dich gerade. Ich bin rechts von dir. Oder ist das Gabax, der wegfliegt? Ich bin weg. Nee, hä? Nein, ich bin jetzt am blauen Ark. Und der lässt mich gerade nicht aufsteigen. Auf dem Berg. Also von hier aus muss ich rein, oder was? Genau, wir gehen von hier aus rein. Alles aber klar. Wartet auf mich. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Wir treffen uns oben auf dem Berg, ja. Auf dem Berg, ja. Ganz oben? Jo. Okay. Bergklettern hier, zack. Keine Haie unter Wasser, Mobbing. Bergsteiger. Mein Spino hat Hunger. Bergsteiger Chris. Ey, hier ist ein Feuer. Ich hab ein Feuer gefunden auf dem ja, Berg. Ja, das ist von, YouTube Jeremy, was verschleppt die denn hier? Ey, ich seh dich. Wo bist du denn? Links von dir. Links? Links. Ja, die farmen da wahrscheinlich auch Metall, ne? Ach da! Vorsicht, da ist ein Säbelzahntiger. Ja, dann hol mich! Da hat er mich. Meine Ausrüstung im Vogel drin, oder? Nein, warte, aber ich kann sie dir reinpacken. Irgendwie ist im Vogel gar nichts. Ja, warte, ich pack's dir rein. Also, falls wer Fleisch für seinen Vogel braucht, ich hab noch ein bisschen was mit Spino. Also, ich sehe dich grad nicht. Warum hast du eine Hatchet mit? Ich hab alles da mit. Das Überlebenskit. Vielleicht will er sich ja durch die Wand hacken. Jetzt kannst du dich anziehen, während des Fluges. Jetzt rechts von dir, genau. Ja. Ist doch stylisch, oder? Wie das aussieht, wie du dich anziehst während des Fluges. Hallo, der Mann von heute, der kann das. Ja. Ich weiß zwar nicht, warum Chris das kann, aber der Mann von heute kann's. Ja, ey, du hast mir meinen Stimulant nicht gegeben. Oh, ja, das ist bei mir gestackt. Moment. Das hast du mit Absicht gemacht. Nein. Mobbing. Ja, okay, ich wollte dich mobben. Mopfing. Bist du ein Mopfer oder was? Mopfer. Nee, der war jetzt zu krass, also den finde ich jetzt nicht cool. Komm, ich will Attacke hier. Ich hoffe, meine Ausdauer reicht jetzt noch. Ansonsten, ich lande mal lieber. Wenn du mal fallen lässt, ne? Wein ich. Das ist live in der Aufnahme. Ja, ich. Was denn jetzt? Du brauchst Ausdauer. Ja, Ausdauer, ja. Ansonsten werde ich halt ihn voll abschmeißen. Ja. Na, jetzt. Hast du mir meinen Fallschirm auch wieder gegeben? Ja.
Okay, jetzt weiß ich, dass ich auf der 9 den Fallschirm habe, von daher, hilft doch beim nächsten Mal auch nichts. Kabax, hast du einen getrunken oder was? Alter! Ja, du sollst mal stehen bleiben. Ich stehe die ganze Zeit. Warte, ich krieg dich irgendwie nicht. Ah, jetzt. Dir ist bewusst, wenn du da mit dem Fallschirm reingehst, bist du da drin erstmal auf dich alleine gestellt, bis der Spino durch die Mauer bricht. Er schießt schon mal alle Leute. Ja, ich mach schon mal Randale. Okay. Wir hätten schon mal einen Schlafsack da noch irgendwo hinlegen sollen. Ja, gute Idee eigentlich. Gut, ohne Ausrüstung ist das ein bisschen doof dann, ne? Eben, bist eben eh ohne Ausrüstung. Das kann man vergessen. So, ich schmeiß dich einfach mal vorne ab, vorher. Also wir sind jetzt gerade links von der Base, wenn ihr von unserer Base kommt. Also nördlich. Ich seh nichts. Über den kleinen Fluss drüber. Warte, wo seid ihr? Nach Norden über den kleinen Fluss. Genau. Ich seh grad nur die scheiß Kralle von dem Dino, Alter. Da, ja, ja. Ja, da. Ich schmeiß ihn mal vorher ab und ich gucke nochmal vor mit dem... Zack, tot. Ich gucke vor nochmal, nach, welche Level die Spinos haben und so. Die Spinos sind niedrig vom Level. Hast du schon geguckt? Hab ich nachgeschaut. Okay. Ja. Etwas so, knapp. Ist die Basis 60. Hier über dem, einfach über den Fluss rüber. Mal schnell trinken hier noch. So, mal mit dem Fernglas gucken. Ob man da irgendwas erspähen kann. Ja, vom Pteranodon. Nodon ist natürlich schön, der Schnabel davor. Wir sind da jetzt online? 5, wa? Was ich gerade gar nicht. 2, 3, 4, 5, ja. 4 gegen 5. Also 3 sind gerade im Lager, habe ich gerade erspähen können. Wir sind Dilo. Alter. Das Tor ist sogar offen von dem Lager, das ist gut. Okay, wo war das Gehege? Nicht, dass wir jetzt was Falsches sagen. Links daneben. Das Gehege ist dahinter. Riesengroße. Also, du musst dir so vorstellen, du gehst einfach hier durch die hohe Mauer durch und da drin steht ein Gebäude. Hier vorne durch die Mauer einfach durch? Da müssen wir durch. Die haben Spikes, die hätten wir zum Beispiel mit einer Granate weghauen können, aber wir sind ja fair. Ich hab eine Granate. Aber, gut. Spino schon. Ja, die ganzen Spinos, Trikes und so, die sind richtig niedrig. Aber bei mir hakt's da ein bisschen, weil die Strukturen erstmal laden muss. Dann lass er erstmal laden. Darf ich jetzt anfangen? Kannst du meinetwegen anfangen. Wie sieht's bei euch aus? Wo ist jetzt? Bei mir leckt's gerade irgendwie. Bei mir auch. Wo ist jetzt, Gabax? Ich bin noch oben und ein bisschen spionieren. Also, mit einem Spino sind sie gerade scheinbar unterwegs, kann das sein? Weil da steht nur noch einer, nicht mehr zwei. Oh, das Dino-Tor ist offen, ne?